Hallo und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich, Folge Nummer 50. Und wie ist er? Der Bose Soundlink 3. Noch ein Geschenk von Chrono. Vielen Dank nochmal, Chrono. Ja, er ist wunderbar, der Bose Soundlink 3. Hat auch einen guten Sound. Bei Bässe fängt er an, ein bisschen zu vibrieren. Das ist aber klar. Das Ding ist von 2014. Insofern also basslastig. Man kann schon basslastige Sachen hören, aber aufdrehen sollte man ihn nicht. Man sollte ihn schön ruhig benutzen. Für Hörspiele ist der zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, und er steht hier vor mir und ist ziemlich groß. Also ziemlich groß kann man, also er ist mobil, er ist tragbar, ne? Er wiegt über ein Kilo ungefähr, ist so länglich, auch ziemlich flach, aber wenn er steht, steht er halt, ja, ist er schon sehr hoch. Na, und ja, auf der Oberseite befinden sich die ganzen Knöpfe und naja, so im Beschreiben bin ich nicht so besonders gut. Auf jeden Fall lädt er gerade und warum ich ihn mir geholt oder warum ich ihn haben wollte, so, ja, er macht, da haben wir es wieder. Also wenn ich den wenn ich den Stecker jetzt reinstecke, ne, dann sagt er mir gleich, dass er lädt. Ja, da haben wir es. Und das finde ich einfach geil, das, so muss es sein, dann weiß ich, aha, er ist jetzt voll. Und er wird geladen. Ja, wollen wir ihn mal koppeln mit dem Handy? Schalten wir an. Das war der Ton. Jetzt ist er gekoppelt. Und ja, ich hoffe, der Sound ist einigermaßen okay. Ich habe hier mein Handy. Das ist übrigens auch am Kabel hier. 16:17 Uhr. Es lädt gerade. Machen wir mal. Spieler Podcast von Sven. Sprachdienst mit New Podcast aktivieren. Google Ordner. Soziale Netze Ordner. Apple Foto und Audio Ordner. 20 Apps. 11 neue Objekte bearbeitet. Apple Ordner. Soziale Netze Apple Ordner. Machen wir mal Apps. Apple, genau. Und App Store. Wir brauchen. Seite 2 von 3. Dateien. Dateien. Auf meinem iPhone. Zurücktaste. Auf so, meinem iPhone. Jetzt wollen wir mal gucken. Durchsuchen. TAP-Leiste. Verlauf. 9. Wir brauchen. Sven Heidenreich Musik, SIP Arche, Sven Heidenreich Musik, Ordner 12. Ja, Sven genau. Heidenreich Beste Reiz, so. Ordner wir machen 6, wieder unser. Sven, Kopie, Sven Heidenreich CD6, hol mich raus aus der Einsamkeit. Das erste brauchen wir. 2, 4, 7, kopieren. Achter, ich brauche deine Liebe. Term, 7, hol mich raus aus der Einsamkeit. Wir nehmen wieder, hol mich raus aus der Einsamkeit als Testlied. Und 7, hol mich raus aus. Fertig, Taste. Genau. Ja. Und jetzt. Siebter Hol, Wiedergabe, 0 Sekunden, Wiedergabe, Taste. Gut, jetzt muss ich das Aufnahmegerät natürlich auch in die Hand nehmen, damit wir den Sound auch haben. Also, jetzt habe ich das Gerät in der Hand. Jetzt hören wir gleich die Bose Soundlink 3. Symbolliste, Liste, Taste. Da ist er. Ihr hört's. Ich möchte nicht mehr Single sein. Genau, ich kann noch ein bisschen lauter machen. Ich bin so allein. Ich verliere den Verstand. Mir fehlt ganz einfach deine Hand. Ja, da fängt sie an zu vibrieren. Ich brauch Liebe und zwar bald. Aber wenn man. Ja. Hol mich raus aus der Einsamkeit. Hol mich raus. Sie hat auf jeden Fall einen guten Bass. Hol mich raus aus der Einsamkeit. Auch noch ein bisschen leiser. Hol mich raus. Jetzt kommt der Limit ein bisschen, klar. Ein bisschen zurückgehen. Genau, so klingt das dann. Die hat auf jeden Fall einen sehr guten Stereo, ein sehr gutes Stereofeld, finde ich. Und das finde ich geil, gerade wenn man Hörspiele hört und davor sitzt. Ich gehe mal so ein bisschen lang. Genau, also so klingt sie. Ich bin absolut zufrieden damit. Hol mich raus aus der Einsamkeit. Hol mich raus. Hol mich raus aus der Einsamkeit. Hol mich raus.
Genau. Das ist also die Bose Soundlink 3. Zack, wir machen sie aus. Ja, so klingt sie und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Bose Soundlink 3. Auch wenn sie manchmal ein bisschen vibriert, wenn zu viel Bass drin ist, aber sie ist von 2014, das darf man nicht vergessen. Sie gibt aber einen wirklich sauberen Sound wieder. Und das ist ja das, was ich wollte. Ich wollte keine Partybox, die jetzt 16.21 Uhr. Die jetzt irgendwie so viel besser hat, dass sie gleich alle irgendwie, sondern ich wollte eine Box, die wirklich sauber alles wiedergibt, die ein sauberes Stereofeld hat. Und das hat sie. Und ich bin jetzt echt stolz auf meine ganzen Bluetooth-Boxen, weil jetzt habe ich wirklich ein paar Boxen, die wirklich schönes Stereofeld bieten. Das sind zum einmal die Charge 3, das ist der Bose Soundlink Mini 2 und das ist der Bose Soundlink 3. Diese drei Boxen machen wirklich ein schönes Stereofeld und wenn ich, ja, dann habe ich noch die Möglichkeit mit dem Bose Soundlink Mikro mit meinen beiden Bose Soundlink Mikros ein schönes Stereofeld zu machen. Also wunderbar. Ich finde es einfach schön, wie ich hier ausgestattet bin und ja, bin sehr dankbar dafür und ja, dass ich dieses Hobby ausleben kann, dass mir Leute dabei helfen und ja, in diesem Sinne, das war also die 50. Folge von Podcast von Sven Heidenreich. Podcast von Sven Heidenreich von Podcast von Sven Heidenreich. Nee. Ja, zu Jan Tenner gibt es noch nichts Neues. Ich gehe mal davon aus, dass wir in der nächsten Woche oder mal gucken, irgendwann wird wohl die 11 noch rauskommen, hoffe ich mal. Und ja, schauen wir einfach mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall ja, einen schönen Tag. Feiert schön in den 4. Advent rein. Ich werde mich also nachher nochmal melden. Und ja, zündet dann ab 12 Uhr, dann könnt ihr die, also ab 0 Uhr könnt ihr dann die 4. Kerze anzünden. Am besten ihr nehmt eine schöne ja, LED-Kerze, ne? Da kann nichts passieren. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, man hört oder sieht sich und schau bis dann. Ja, würde ein Kumpel von mir sagen. Ja, dann hören wir uns.